Servus Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute gibt es mal wieder einen Brandcheck von mir. Und zwar dreht sich alles um Dieter, insbesondere um die Sonnenbrillen von Dieter. Ich habe selbst schon ein Modell auf. Ich werde euch die verschiedenen Sachen, die Unterkollektion, die es gibt, vorstellen. Bleibt dran und viel Spaß mit dem Video. So, wir starten erstmal mit dem Packaging der Brillen. Ich finde, gerade bei solchen Luxuslabels ist die Verpackung der Brille auch immer sehr, sehr wichtig und macht schon einiges daher. Die Dieter-Brillen kommen in diesem Umkarton hier, den man hier oben dann so aufklappen kann. Ich zeige es mal gerade so. Hier hat man dann nochmal so einen kleinen Spruch drin, für was man sich entschieden hat. Darin findet ihr dann das eigentliche Etui. Ist ein Lederetui, ein Echtlederetui, was man hier über einen Druckknopf dann öffnen kann, wo die Brille hier im Prinzip so ein bisschen wie so eingerollt wird. Also es ist wirklich sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Die Brille ist gut geschützt, innen ist da so ein Samtstoff drin und ansonsten hat man in der Box noch so eine kleine Anleitung, Pflegetipps und so weiter und außen nochmal die Modellbezeichnung. Also so kommen im Prinzip alle Dieter-Brillen zu euch. Ja, das war es erstmal zum Packaging. Jetzt geht es rüber zu den Brillen. Bei den Brillen gibt es im Prinzip zwei Kategorien, die einfach, ja, wofür Dieter steht. Das ist einmal die Flight Series und einmal die Mach Series. Die werden schon seit den 2000er Jahren im Prinzip, kommen da jedes Jahr neue Modelle dazu oder manchmal auch nur im Zweijahresrhythmus oder neue Farbkombinationen. Wir starten mal mit der Mach Series und da ist tatsächlich die Mach One, also das war die erste Brille aus dieser Serie, die damals von Dieter veröffentlicht wurde. Ist immer noch der absolute Topseller, gibt super viele Farbkombinationen. Hier ist jetzt zum Beispiel die Rosé-Goldene mit einem schwarz-matten Rahmen. Besonderheit ist hier oben dieses kräftige Titangestell und dann hat man hier den Übergang zu dem Titanbügel und hinten dann wieder Kunststoffbügelenden. Auch die Nasenpads hier sind komplett aus Titan, auch passend in dem Rosé-Gold und innen dann eben der Acetatrahmen, hier wie gesagt jetzt in schwarz-matt. Ich habe zum Vergleich mal noch eine andere Farbkombi dabei. Das ist jetzt auch ein sehr cooles Modell mit dem grauen Rahmen, ebenfalls mit Rosé-Gold. Preislich liegt jede Farbkombi bei 669 Euro. Mittlerweile gibt es sogar die Mach 8, also schon die 8. Generation von der Brille. Aber weiterhin ist die Mach One die stärkste. Wie immer, ich werde euch alle Produkte unten in der Videobeschreibung verlinken, dann kommt ihr direkt zu den Modellen. Wir haben jetzt gerade für den Sommer wirklich alle Brillen dieser Mach One, alle Farbkombinationen an Lager. Also da könnt ihr cool durchstöbern. Das zweite Modell, was sehr, sehr beliebt ist aus der Mach-Serie, ist die Mach 6. Die ist nochmal ein bisschen aufwendiger gearbeitet. Die hat hier vorne dann, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera gut erkennen kann, sind die Gläser im Prinzip aufgeschraubt. Also der Rahmen liegt hier seitlich, hat auch wieder diesen dicken Titanrahmen. Und dann werden die Gläser nicht im Rahmen verschraubt, sondern die werden oben auf den Rahmen geschraubt. Auch hier oben nochmal das Material sehr, sehr dick. Ebenfalls Pads voll Titan und dann hinten, damit man die Bügel schön am Kopf anpassen kann, dann aus Kunststoff. Also das sind so die zwei Bestseller aus der Mach-Serie. Einmal die Mach One und hier die Mach 6. So, als nächstes kommen wir zu der Flight Series. Da dreht sich im Prinzip um richtig klassische Pilotenbrillen. Hier gibt es mittlerweile auch von der Flight One bis zur Flight 8, also auch 8 verschiedene Modelle. Hier ist der Topseller, die Flight 6. Die Brille sieht man in super vielen Kinofilmen auch. Hat man letztes Jahr, hat die auch nochmal einen richtigen Hype, vor allem hier in dieser Farbe A. Das ist so ein Silber mit Blau. Richtig cooles Glas auch drin, auch passend vorne mit so einem leichten blauen Spiegel drauf. Auch hier haben wir wieder die bekannten Dieter-Details, die Nasenstege aus Titan mit dem Logo drauf. Innen der Kunststoffring, also alle Brillen sind auch super zu verglasen mit Sehstärke. Unterschied gegenüber der Mach Series, insgesamt sind wir ein bisschen dezenter. Der Bügel aus einem Titanstück, also auch hier hinten Titan, ist trotzdem voll anpassbar. Und ich sag mal, ja, die Flight Series ist eher für Kunden, die es so ein bisschen dezenter mögen. Die Mach Series ist so ein bisschen provokativer, ein bisschen auffälliger, ein bisschen extremer auch von den Farben. Preislich sind wir dann hier auch ein bisschen günstiger. Die Flight 6 liegt jetzt bei 449 Euro. Ich habe da auch mal noch eine zweite Farbe dabei und zwar noch mal eine Kombination aus Gold mit Grau. Finde ich auch sehr, sehr cool. Hier haben wir jetzt ein verspiegeltes Glas drin. Die gibt es auch ohne das verspiegelte Glas mit einem Farbverlauf.
Auch die findet ihr natürlich alle bei uns im Shop. Preislich sind die alle gleich, wie gesagt, bei 449 Euro. Die Flight 006. So, als nächstes kommen wir zu einem eigenständigen Modell, das weder zu der Flight oder Mach Series gehört. Und zwar ist das die Dieter Midnight Special. Ich zeige euch erstmal die Brille. Hier habe ich jetzt das goldene Colorway. Die ist jetzt wirklich richtig, richtig gelb-gold. Generell bei allem, was ihr bei Dieter seht, was goldene Farbe hat, ist tatsächlich auch echt gold beschichtet. Je nachdem zwischen 14, 18 oder 24 Karat. Hier haben wir jetzt eine 24 Karat beschichtete Brille. Besonderheit hier, wir haben auch nochmal den dicken Titanrahmen, aber ein freischwebendes Glas. Das heißt, hier ist das Glas mit so einem Faden gehalten. Oben ist es komplett gefasst und hat halt einfach seitlich einen richtig coolen Look. Hat so ein bisschen die Optik wie von so einem Seitenschild, wo die Sonne nicht reinkommt. Nasenstege hier ein bisschen anders. Da geht es mehr noch so um den Komfort. Komplette Kunststoffnasenstege, super weich, super elastisch, also lassen sich sehr, sehr gut anpassen. Und dann hinten rüber, wie man das bei der Mach Series auch kennt, zuerst Titanbügel und dann hinten der Kunststoffbügel. Auch hier zeige ich euch noch eine zweite Farbkombination. Bisschen dezentere in diesem Ruthenium, also ein ganz dunkles Grau. Auch hier was ganz Cooles ist dieser Faden, mit dem das Glas gehalten wird, ist dann farblich abgesetzt. Nochmal so ein bisschen Eyecatcher. Und ansonsten, Formen merkt ihr jetzt schon bei Dieter, es dreht sich alles um Pilotenstyles. Also fast die ganze Herrenkollektion sind immer Pilotenformen. Es gibt so ein paar Ausreißer, wie zum Beispiel das Modell Muscle. Das ist so ein bisschen Mikrobrille in einem dicken Kunststoff. Aber ansonsten alles Pilotenbrille, auch die ich anhabe, zu der komme ich gleich noch, ist immer dieser Shape entweder ganz eckig gehalten, so ein bisschen markanter oder dann so leicht tief nach unten gezogen, so diese richtige Pilotenform. Wie gesagt, das war die Midnight Special. Wir machen danach direkt weiter mit einer Limited Edition und zwar ist das die K2. Die kam tatsächlich 2015 schon raus zum Jubiläum von Dieter, ist aber immer noch in der Kollektion, wird auch immer noch neu produziert, also ist jetzt kein irgendwie ein Auslaufmodell. Hier wird so ein bisschen aus allen Brillen, die Dieter bis 2015 produziert hat, das Beste rausgenommen. Zum einen haben wir das verschraubte Glas auf der Vorderseite wie bei der Mach 6. Hier in der Mitte richtig cool dieses gelaserte Nasenbrücke, dann am Bügel komplett Titan und dann auch wieder so ein bisschen freischwebendes Glas. Bicolor in dem Fall, also eine Kombination aus Gelbgold mit Weißgold. Und hier haben wir dann wieder die Nasenstege auch aus Titan. Sieht richtig cool aus, jetzt die Brille auch mal gerade auf. Hier haben wir jetzt zum Beispiel eine richtig klassische Pilotenform, wie man sie kennt, auch von Ray-Ban. Ja, wie man das halt sehr, sehr oft sieht. Also tropfenförmig nach unten gezogen. Gerade bei einem etwas schmaleren Gesicht passt das natürlich sehr, sehr gut. Die Decade 2 gibt es nur in zwei Farbkombinationen und ist auch aktuell die teuerste Brille bei Dieter in der Kollektion. Liegt bei 949 Euro. Als letztes und für mich das absolute Highlight der aktuellen Kollektion, ein ganz neues Modell für 2021, ist die Brille, die ich hier selbst jetzt gerade trage, ist die LXN Evo. Gibt es insgesamt in drei Farbkombinationen. Das Modell, was ich hier anhabe, ist Gelb-Gold mit so einem grau-transparenten Rahmen. Der Bügel so ein bisschen Doppelspange, also beidseitig angelehnt. Und hinten dann auch wieder dieses hellgraue Kunststoff. Die komplette Verarbeitung auch hier oben, so diese kleinen Schrauben, die man hier so sieht, die komplett durchgehen. Also das sind nicht irgendwo welche Musterschrauben für den Look, sondern die gehen wirklich komplett durchs Material, super hochwertig gemacht. Es gibt insgesamt drei Farbkombinationen. Von dem Modell habe ich auch jetzt alle dabei, um sie euch zu zeigen. Die erste ist hier die Gelb-Gold mit Matt-Schwarz. Das ist so die auffälligste Farbkombi, die es gibt und halt auch so Dieter-typisch, weil sie sehr, sehr markant ist. Als zweites dann die Brille, die ich euch jetzt gerade gezeigt habe, die ich anhabe, das Grau mit dem Gold und auch ein richtig cooles Modell, diese gelb-goldene mit dem Blau. Sieht man halt auch sehr, sehr selten, so die Kombination mit Blau. Sieht wirklich sehr, sehr edel aus. Ja, ist kein so richtiges Royalblau, ist so ein Ton dunkler, aber wirkt live wirklich richtig, richtig edel, gerade in der Kombination mit dem goldenen Rahmen. Die LXN Evo liegt bei 899 Euro, also ist natürlich jetzt auch kein Schnäppchen, sage ich mal. Aber fühlt sich, also wenn ihr die Brille bestellt oder bei uns im Laden anprobiert, man merkt hier einfach die Qualität. Es fühlt sich wirklich richtig gut an, die ganze Verarbeitung. Alle Materialien bei Dieter kommen aus Japan, also sowohl das Titan als auch das Acetat. Wer mein letztes Brandcheck sich angeguckt hat über Jacques-Marie Marsh, auch die beziehen ja Material aus Japan. Also das ist einfach so das Hochwertigste, was es aktuell am Brillenmaterial gibt. Und unter anderem produziert Dieter auch die Brillen für Thom Browne.
Tom Brown hat ja auch super schöne Titanbrillen. Ist derselbe Hersteller, selbes Material. Und da sieht man natürlich auch sehr, sehr oft diese Goldkombinationen mit dem Blau. Ja, das war es erstmal von den ganzen Shapes, die es für Herren gibt. Natürlich hat Dieter auch Brillen für Frauen. Ich habe jetzt hier kein Muster direkt für euch dabei. Werde ich aber trotzdem mal die komplette Kollektionsübersicht bei uns aus dem Shop nochmal verlinken. Bei den Frauen sind es überwiegend Cat-Eye-Formen. Also da sieht man schon, Dieter macht da wenig Ausreißer von den Formen. Bei den Frauen bleibt es, wie gesagt, immer in der Cat-Eye-Richtung und die Männer bleiben so in dem Piloten-Style. Das ist einfach die Identität der Marke. Und wer den Style mag, der wird Dieter lieben. Wer jetzt irgendwie was sucht, was so top modern ist, irgendwie eine Mikrosonnenbrille oder so, da wird es dann schon schwieriger, weil die Modelle sind formtechnisch schon eher so ein bisschen klassisch und zeitlos. Preislich nochmal kurz. Einstiegspreisklasse bei Dieter liegen wir so bei ja, knapp über 400 Euro und nach oben hin sind die teuersten dann so zwischen, ja ich glaube 950 dürfte die teuerste sein. Es gibt noch eine Epilux-Series, das ist nochmal so ein Upgrade zu den normalen Dieter-Brillen, da sind wir dann aber schon direkt bei 2.500 bis 3.000 Euro. Hier werden die Brillen dann aus Echtgold gefertigt, also das ist dann wirklich so eine ganz kleine limitierte Serie. Ansonsten, wenn euch die Brillen gefallen haben, checkt es gern im Shop bei uns ab. Für das Video lasst mir gerne einen Daumen da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.